ich wollte mich erstmal bedanken für Ihre eindrucksvollen, auch persönlichen Schilderungen, wie Sie hier nach Deutschland gekommen sind. Das fand ich sehr interessant, Dankeschön. Wie man das fühlt, wie man das erlebt. Ja. Und ich kenne auch Leute, zum Beispiel Mitarbeiter in meiner Firma, die von solchem Hintergrund wie Sie kommen und habe das auch erlebt, dass die mit einer positiven Einstellung reingefunden haben. Aber es ist auch eine Herausforderung an uns, ihnen die Möglichkeit zu geben, wie ihre Lehrerin in der Schule, diese Frau Meier, das ja sehr schön gemacht hat. Ja. Das andere, was Sie ausgeführt haben über die Salafisten, das hat mich neu erschreckt. So einiges davon fühlt man. Aber so wie Sie es von Ihrer Kenntnis gebracht haben, ist das schon sehr erschreckend. Und vor allen Dingen auch das, was Sie berichtet haben von den Richtern bis zu hohen Bundesrichtern, die die Scharia aufnehmen bereits in stiller Weise, ohne dass das im Grunde genommen bekannt ist. Das ist erschreckend. Und da meine ich, haben Sie Ermutigung nötig vom Land Hessen her, von der Regierung, das, was Sie vorhaben, dort eine Verfassungsklage vorzubereiten. Das finde ich sehr wichtig, denn das wäre ja schleichend, ganz schleichend zieht das im Grunde genommen ein, ohne dass das ein offener gesellschaftlicher Prozess wäre. Das ist richtig. Also eine ich habe, Entschuldigung. Noch ganz kurz zur Türkei, weil Sie ja daher kommen. Ist denn die Bewegung von Atatürk, die dieses getrennte Weltbild auch hatte, nicht wieder bereits am Rückzug durch die neuen politischen Kräfte? Kann man Sorge haben, dass das wieder doch mehr ins Fundamentalistische umschwappt? Also die Scharia auch dort wieder einkehrt? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, aber vielleicht mal so der erste Teil der Salafisten. Das ist natürlich eine große Gefahr. Das haben inzwischen alle so erkannt. Ich bin froh, dass ich auch in dieser Arbeit viel Unterstützung in meiner Fraktion gefunden habe. Wir recherchieren jetzt, wie gesagt, mit unserem Fraktionsvorstand, wie wir, also wie ich als Mensch, als Bürger, also nicht Politiker vielleicht auch, hier eine Verfassungsklage oder eine Verfassungsbeschwerde einlegen kann. Und da habe ich volles Verständnis und volle Unterstützung von meiner Vorstand, Fraktionsvorstand, und dieser werden wir demnächst auch jetzt nach einem Gespräch mit diesem Professor Jentsch dann auch in der Fraktion zu einem großen Thema und ich hoffe auch bald zu einem Landesthema machen, aber in Absprache natürlich mit der Fraktionsvorsitzenden Dr. Wagner und alles noch, was dazugehört. Allein möchte ich und kann ich natürlich hier auch nichts machen, da braucht man auch eine politische Unterstützung und da bin ich sehr zuversichtlich, dass meine Fraktion, wo ich mich eigentlich auch in meiner Familie, auch in meiner politischen Gesinnung wieder finde, große Unterstützung. Wenn wir diese Verfassungsbeschwerde einlegen, dann hoffe ich, dass wir genug Öffentlichkeit in Deutschland haben, wo auch ein oder andere Richter, auch Bundesrichter oder aber auch andere Juristen hellhörig werden und sagen, Mensch, wir haben doch Gesetze genug, die einem Rechtsstaat passen und da brauchen wir keine fremde Kultur und fremde Gerichtsbarkeit. Zu der Türkei. Meine persönliche Meinung ist, meine Damen und Herren, die Türkei ist eigentlich die letzten 10 Jahre einer der führenden wirtschaftlich starken Länder in der Region. Besonders in den letzten 3 Jahren arbeitet die Türkei wirtschaftlich immer an der Spitze mit oder hinter China, was an den wirtschaftlichen Aufschwung ist. Aber trotz all und trotz auch wirtschaftlich und finanziell gesehen die Türkei besser dasteht, wie vielleicht 3 oder 4 EU-Länder gemeinsam oder zusammenstehen, ist die Türkei noch nicht bereit, für ein Vollmitgliedschaft in die EU reinzukommen. Warum? In der Türkei gibt es leider Gottes, obwohl die Hausaufgaben in den letzten Jahren doch gut gemacht und gut gelöst wurden, die Türkei ist aber immer noch nicht in der Lage, gesellschaftlich wie aber auch von der politischen her, von der Freiheiten her, in der Lage, ein volles Mitglied in der EU zu werden. In der Türkei werden täglich Journalisten erschossen, meine Kollegen, mit denen ich viele Jahre auch zusammengearbeitet habe. Viele meiner Kollegen, an der Zahl sind inzwischen 46, sitzen hinter Gitter, ohne irgendwelche Anklagen, weil sie einfach kritisch gegenüber der Erdogan-Regierung entweder Kolumne geschrieben haben oder Berichte veröffentlicht haben. Und wenn ein Land seiner Journalisten die Freiheit hat, nicht gibt, die Meinungsfreiheit nicht akzeptiert und die Pressefreiheit natürlich, dann hat es auch in der EU nichts zu suchen.
Ich bin in der gleichen Meinung, meine Damen und Herren, wie unsere Bundeskanzlerin oder wie die Bundesregierung auch, die von CDU geführt wird, dass wir die Partnerschaft zur Türkei pflegen müssen durch eine privilegierte Partnerschaft. Und das ist wichtig, weil wir die Türkei wirtschaftlich auch brauchen. Die Türkei ist eine Brücke zu allen anderen arabischen Ländern. Sie ist eine Brücke zu Mittelasien, zu ehemaligen Turkvölkern, also ehemaligen Sowjetvölkern, Nahosten, Fernosten, Mittelosten, Balkan. Ohne die Türkei kann man heutzutage fast keine Geschäfte mehr machen. Und in meiner eigenen Meinung, da sage ich Ihnen zu dieser Frage, wenn es um wirtschaftliche Fälle geht, wenn es um finanzielle Vorteile geht, dann sollten wir die Grenzen der EU möglichst groß halten. Wenn das aber politische, strategische Entscheidungen im Vordergrund sind, dann muss die EU möglichst klein gehalten werden. Und wenn wir uns die Grenzen der Türkei uns vorstellen, dann kann ich es mir nicht vorstellen, dass hinter Bosporus und Dardanellen und Marmara Meer noch Europa ist, auch geografisch. Deswegen sollten wir als ein starkes Land, als ein Bollwerk, den wir jahrelang in der NATO die Türkei für uns hatten, diese Partnerschaft müssen wir aufrechthalten und deswegen diese privilegierte Partnerschaft in vordergründig. Und die nächsten 10 Jahre glaube ich nicht, dass die Türkei zur EU reinkommen wird, weil wir wissen alle hier, Kommunalpolitiker, ohne Finanzen, ohne Haushalt geht keine Entscheidung. Und ob die Türkei bald oder in der fernen Nähe in die EU reinkommt, zu gucken, da braucht man nur den Haushalt sich anschauen. In der EU-Haushalt ist mit keinem Wort oder mit keinem Cent an die Türkei gedacht. Deswegen denke ich, die nächsten 15 Jahre, 20 Jahre wird die Türkei keine EU-Mitgliedschaft auch nicht bekommen.